Schon der Einzug war ein kleines bisschen anders. Die Ministranten zum Beispiel hatten bereits ihr Kostüm an und auch die Gottesdienstbesucher waren größtenteils verkleidet gekommen. Die ganze Messe wurde von einer fröhlichen Grundstimmung getragen. Viele junge Leute waren in der Kirche mit dabei, auch viele Kinder. Katholischer Glaube und Spaß, das sind keine Gegensätze, wie Pfarrer Thomas Pfefferer schon in seiner Begrüßung sagte. Fasching gehöre zum christlichen Glauben dazu. Darüber sprach er anschließend auch in seiner überaus launigen Predigt. Indem wir uns verkleiden, also in eine andere Rolle schlüpfen, da kann dann etwas aus uns heraus, was ansonsten das ganze Jahr über so brav sein muss. Ja? Und ich habe ja auch jedes Jahr ein Kostüm dabei und ich habe auch dieses Jahr weder Mühen noch Kosten gescheut. Und jetzt werdet ihr vielleicht dann gleich feststellen, das hat er schon mal gehabt, aber das ist doch mir wurscht. Und es braucht ein bisschen Vorbereitung, es passt aber zum heutigen Thema vom Schlewittchen. Und ihr seht, ich bin da gleich ein anderer. Plötzlich ist der Pfarrer so lustig. Und jetzt lacht er sogar, wo er doch sonst immer so ernst schaut. Gell? Das stimmt ja gar nicht. Aber ich fühle mich jetzt so, also ganz sicher, gell? Wer so eine Mütze auf hat, der hat es geschafft. Mit einem Lächeln erlebten die Gläubigen diesen Gottesdienst, manchmal auch mit einem Lachen. Aber lächerlich war es nie. Schön war es. Und anschließend freuten sich alle auf die Segnung der zwei großen Faschingswagen, an denen die Faschingsfreunde Baiershofen monatelang gearbeitet hatten. Das siebte Jahr machen wir das jetzt. Vorher waren immer die Wagensegnung in Zusammzell. Die machen es leider nicht mehr und wir fanden das einfach toll und haben dann der Pfarrer Pfefferer gefragt, ob er das bei uns weiterhin macht, war sofort dabei. Ich finde einfach die Kirche ein bisschen anders mal. Man bringt da wieder Jugendliche in Kirche rein, dass man auch sieht, dass das nicht alles so ernst und streng sein muss da drin. Und was uns halt auch ganz wichtig ist, der Gottes Segen, mit dem eben auf die Umzüge so gehen, weil doch viel passieren kann. Eine kleine Verzögerung gab es noch, als das Mikrofon nicht so wollte, wie es sollte. Aber dann konnte Pfarrer Pfefferer den Segen sprechen. Fahrzeugsegnungen haben eine lange Tradition und so ist es richtig, auch die bunten Faschingswagen zu segnen, wobei eigentlich nicht der Wagen an sich gesegnet wird. Was segnen Sie genau, den Wagen oder die Menschen, die den Wagen benutzen werden? Natürlich die, die darauf fahren, denn die sollen ja bewahrt werden eben vor Unfällen und ja vor Leichtsinn, denn gerade auch wenn man so lustig ist, wenn sich die Stimmung aufschaukelt, dann kann durchaus sein, dass der eine oder andere so die Hemmung verliert und auch den nötigen Ernst. Und da ist es ganz gut, wenn dann der Schutz von oben da ist. Nach dem Segen probten die Faschingsfreunde schon mal das Feiern, wobei auch in dieser Hinsicht sind sie sicher gut vorbereitet. Immerhin gibt es den Verein seit 14 Jahren. Rund 100 Baiershofener sind mit dabei, also recht viele, wenn man bedenkt, wie klein der Ort Baiershofen ist. In den nächsten Wochen warten die Faschingsumzüge auf die Peter Pans und Tinkerbells, auf Schneewittchen und ihre vielen Zwerge. Wir hatten ja die Idee, dass wir die sieben Zwerge und die Gutzi-Gang machen. Ja. Leider ging es markenrechtlich nicht mit Gutzi, deswegen Gutzi-Gang. Zu Hause wäre es in erster Linie, glaube ich, langweilig, oder? Zu ruhig. Und ja, weil es einfach ein toller Wagen ist, weil die fleißigen Bauern den wirklich toll gemacht haben. Und warum bist du hier? Ja, um mitzufeiern auf jeden Fall, dass wir jetzt so einen tollen Wagen zustande gebracht haben, weil das war doch wochenlange Arbeit. Das Gewand hat es von Tinkerbell gegeben, da hat man halt Captain Hook aus mir gemacht. Und muss man sich fürchten vor Ihnen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr brav, sehr nett. Fasching und Kirche, das passt gut zusammen. Die Faschingsfreunde in Baiershofen wissen das schon lange.